Yo, und damit begrüße ich Sie zu einem weiteren Nintendo Labo Bastelnachmittag. Na gut, vielleicht wird es sogar wieder am Abend, wie beim ersten Mal, wer weiß. Jedenfalls werden wir heute, ich glaube, das ist schon der fünfte Part, ne? Ja, am fünften Part heute, die Angel endlich abschließen. Hat ja nicht lange gedauert, ne? Nein, definitiv nicht. Na gut, die Angel ist heute fertig. Und ja, Joy-Con-Controller und Konsole werden jetzt eingefügt. Und da werden wir heute wahrscheinlich auch ein bisschen spielen und mal schauen, was wir schön Spaß in der Angel im Angelspiel haben werden. Wir haben sie in den letzten Parts schön aufgebaut hier. Wie Sie sehen können hier, das sollte ja schön, sollten wir schön aufpassen. Gut, der linke Ding, beziehungsweise das linke Teil, kommt minus an minus hier rein. So, naja, jetzt muss ich schon hier drücken. So. Und dann kommt das andere Ding, der Plus-Joy-Con, hier rein. Wie rum? Ich glaube so, naja, so rum ist richtig, genau. So, dürfte dann wohl auch drin sein. Genauso, dass der Stick ungefähr einschließt. Ja, dürfte so richtig sein. Wird damit auch schon ein bisschen schwerer, das Ding. So, und dann werde ich jetzt meine schöne Konsole hier natürlich rausnehmen, die Switch, umdrehen und daran stecken. Alles klärchen. Ich hoffe, ihr seht's noch. So, dann kommst du mal kurz weg. Dann schieben wir dich mal ein Stückchen nach vorne. So, jetzt wird's schön spaßig, es zu sehen. Damit würde ich sagen, ist das fertig. Jetzt wird gespielt. Na, dann schauen wir uns das Angelspiel mal an. Komische Haltung hier jetzt gerade, aber naja, jetzt bin ich gespannt, was wir hierbei herumkommen. Ich denke, man kann hier jetzt noch ein bisschen lauter machen hier. Wahrscheinlich nicht, ne? Na doch, vielleicht geht's noch. Also ein bisschen lauter hier, okay. Okay, Toy-Con wird überprüft, alles klar. Schließe die Joy-Con an der Angelroute an. Achso, kurbeln, alles klar. Alles klar, das sieht ja mal auch krass aus hier. Okay, ja, das ist Angeln hier. Ist die Angelroute denn drin? Ah ne, jetzt ist sie drin. Okay, die war nicht im Wasser drin. Ja, das macht dann Sinn. Ja, okay. Da war ich jetzt wohl zu schnell. Soll ich ja vielleicht ein bisschen hochreißen, die Angel dann. Jawohl. Eine Makrele. 40 cm. Ist ja der Wahnsinn. Ah, ist ja mal cool. So kann man sogar noch unter Wasser gucken. Ja, dann, gehen wir mal ein bisschen tiefer mit der Angelroute rein. Das ist ja ein System hier. Na komm. Na komm. Der gehört uns, der gehört uns. Das nenne ich auch mal ein cooles System. Super, hat nicht funktioniert. Da hat er sich den Köder gemopst. Das ist irgendwie cool. Das hat richtig, das ist richtiges Feeling hier. Am besten noch diese Zelda-Musik, wenn man was angelt. Ich muss vielleicht noch einspielen hier. Ich denke mal, wenn ich es so gemacht habe, hier auch noch passende Musik hier. Ach, bin ich gut oder bin ich gut? Aber das ist auch nur eine Makrele. Oh, kann denn nicht noch bessere Fische sein hier? Ja, also der heutige Part eher mehr im Angeln-Modus, was sagt die... Boah, wir sind das bei 4 Minuten, ne? Ich glaube, wir können eigentlich sogar überlegen, ob wir noch anfangen, hier so ein bisschen was anzuschauen, hier das nächste Joy-Con, oder Toy-Con, besser gesagt, uns anzugucken, wie tief Ganken gehen. Mal kurz gucken, wie tief ich
hier gehen kann mit der Angelrute. Eieiei, wie tief kann ich hier mit der Angelrute? Okay, hier ist Endstation. Ein bisschen in die Tiefen des Ozeans, aber ich denke, die ganz tiefen Fische hier, vor allem wie die Haie oder was das auch ist, ein Angelfisch. Ich denke, die sind wohl am schwersten zu fangen, würde ich jetzt vermuten. Oder so ein Rochen. Ich denke, das sind so die schwierigen. Vielleicht sollte ich eher mal die oberen Fische mir hier holen. Ja, super. Dachte ich schon, jetzt kommt der, aber gut, ich sollte natürlich auch hochziehen. Eieiei. Da kommt echt das Angelfeeling auf, das muss man mal sagen. Eieiei. Oder Animal Crossing Soundtracks, die könnte ich auch einsetzen. Mal gucken. Paar würden ja auch passen, tatsächlich. Vor allen Dingen das hier erstmal hier. Es fühlt sich echt an wie eine Angel. Aber irgendwie kommt hier nichts. Ich gehe mal nochmal ein bisschen höher. Hallo. Boah, erschreckt man sich schon fast hier. Ich habe schon wieder vergessen hochzuziehen. Schon fast vergessen da hochzuziehen hier. Na komm. Na komm. Ist aber sowas, was ich nicht kann. Ah, shit. Ja, ich sollte dann auch in die andere Richtung ziehen. Das bringt ja natürlich nichts. Wenn ich dann, mal so ist richtig, okay. Nach vorne. Genau so. Oh, das ist ein dicker Brocken hier. Na super. Da war ich wohl nicht stark genug. Oh Gott. Nee, komm, dann gehen wir mal wieder ein bisschen nach oben. Gehen wir mal erstmal doch lieber. Bleiben wir bei den kleinen Fischen hier. Oh, so ein Koi-Karpfen. So ein Koi-Karpfen wäre doch cool. Vielleicht wäre so eine Erklärung noch cool, was ich irgendwie noch beachten sollte. Aber ich glaube, den sollte ich kriegen hier. Den sollte ich dann kriegen, wenigstens. Schön nach oben halten. Das ist ein cooles System hier, also das macht Spaß. Seebrasse, okay. Ich hätte jetzt eher gedacht, das sei ein Koi-Karpfen, aber gut. 5,3, neuer Rekord. Aha, auch mal cool. So kann ich die ganzen Fische schon sehen, die ich habe. Hebe die Angelrute, versuch's noch einmal. Ah, okay. Also immer nur drei Würfe, oder wie sieht's aus? Aber irgendwie ist das cool. Irgendwie gefällt mir das. Komm, du willst doch die Angelrute haben. Ja, hab ich doch gewusst. Hab ich doch gewusst. Das ist cool irgendwie. Irgendwie macht das Spaß. Aber es ist total einfach und sehr einfach gehalten und plump irgendwie. Aber irgendwie macht es auch Spaß. Schade, das hat nicht geklappt. Schade, dass es bei manchen Fischen irgendwie, dass das nicht ganz so klappt. Aber irgendwie macht das Spaß, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd aussieht. Versuchen wir nochmal von ganz unten. Versuchen wir nochmal hier von ganz unten. Wo die ganz dicken Brocken sind. Ach, ist echt irgendwie cool. Hätte ich nicht gedacht. Hier. Naja gut, machen wir noch ein, zwei Mauern, würde ich sagen. Ich habe mir den Part gut gefüllt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Arbeitsschritt hier auch so kurz ist. Aber gut, es ist einfach nur das ganze Ding hier reinstecken. Das ist ja jetzt auch nicht so... Der Wahnsinn hier. Warum zucken die kurz da dran und dann kriege ich die nicht mehr? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich bei den Fischen irgendwie nicht. Jetzt. Dich kriege ich aber. Den Anglerfisch.
Ich bin so schlau. Ups. Ja, das ist auch super. Ups. Ja, wenn ich es jetzt nicht deswegen nicht bekomme. Oh Gott. Wie habe ich das geschafft, irgendwie an den Home-Knopf zu kommen? Auch nicht schlecht. Komm, dich will ich noch kriegen, du kleiner Anglerfisch. Na, natürlich nicht. Ich bin so schlecht im Angeln. Nee, schade. Den hätte ich noch gerne bekommen, tatsächlich, aber naja, hat ja nicht so sollen sein, aber du. Komm, einen will ich noch hier angeln, einen von den coolen Fischen hier. Na, komm. So. Der hat sich schon wieder fast rausgewehrt, aber was mache ich denn falsch? Bin ich zu, dreh ich zu krass oder so? Dreh ich zu krass? Das weiß ich ja nicht. Aber wenigstens kommen die schnell immer wieder. Finde ich gut. Ja, super. Jetzt hab ich schon, dieser Schwertfisch kommt da an. Pustekuchen. Der hat doch schon zugebissen. Das habe ich doch schon gesehen. Jetzt würde ich eigentlich zu knabbern können, ne? Ich glaube, das war auch nur eine Makrele. Ah, shit. So kann man auch ein bisschen schwenken hier. Vielleicht drehe ich zu übertrieben. Vielleicht sollte ich gar nicht so oft drehen. Vielleicht drehe ich zu viel. Es berühren den zwar irgendwie, aber holen den dann nicht ein. Verstehe ich manchmal echt nicht. Einen will ich noch fangen hier. Verstehe ich echt nicht hier. So, ich drehe jetzt mal nicht ganz so hektisch. Ich drehe jetzt mal ganz im gleichen Tempo hier, nicht ganz so schnell, aber das bringt auch nichts, gefühlt. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine bessere Strategie, um die krassen Fische zu fangen. Dann mache ich noch so einen kleineren. Ich denke, der sollte ja einfacher sein. Und da müssen wir mal gucken. Da muss ich das mal gucken. Na, wahrscheinlich kommt jetzt nochmal so einer. Seeberasa. Wo wir den jetzt schon mal haben, aber nee, keine Ahnung. Aber irgendwie die Methodik finde ich ja echt cool hier, wie sie es gemacht haben. Das finde ich echt cool. So. Eine weitere Seebrasse. Naja, gut, dann, keine Ahnung, dann haben wir uns die geholt. Keine Ahnung, ich denke, ich habe es vielleicht nicht ganz so gut gemacht, keine Ahnung. Ich würde sagen, das wär's dann hier. Ja, coole Sache. Hat Spaß gemacht, tatsächlich. Und ja, mal sehen, was wir da beim nächsten Mal machen werden. Ich glaube, beim nächsten Mal ist dann das Haus dran. Das hört sich interessant an. Na gut, dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal von Nintendo Labo. Im Bastelnachmittag. Bis dann und tschüss, euer Jake.